für uns optimal an, in der ersten schönen Aktion, in der ersten Minute in Führung zu gehen, ist natürlich mehr als ein Wunschdenken hier in Bremen. Wir sind trotz alledem zu Beginn, wollten wir so auftreten, um es wirklich hier die Punkte zu verdienen, um ein gutes Spiel zu machen. Wir haben durchaus an unsere Chance geglaubt. Ich glaube, die Mannschaft hat es auch in der ersten Halbzeit zu Beginn gut gemacht. Noch einmal begünstigt natürlich durch die frühe Führung. Haben dann aber ein bisschen Faden verloren, haben uns mit mehreren Dingen beschäftigt, die unserem Spiel nicht gut getan haben und sind dann auch, denke ich, zum Ausgleich nicht bestraft worden, aber Bremen hat dann natürlich einen Ausgleich gemacht. Zweite Halbzeit lief dann nicht hundertprozentig mit dem Platzverweis, aber da hat man auch gesehen, die Mannschaft hat weiterhin daran geglaubt, sie wollte, und das ist eine Tugend der Mannschaft, sie will einfach Spiele auch ein Stück weit gewinnen, dass wir dann den einen oder anderen Moment hatten, der glücklich war und auch vorne die Möglichkeit hatten, die wir nicht optimal zu Ende gespielt haben, das war dann Fakt, und wir sind natürlich sehr, sehr froh und für uns eine enorm wichtige Geschichte hier mit 3 Punkten aus Bremen einfahren zu dürfen. Also das ist schon für uns wichtig, für das große Ziel waren die 3 Punkte natürlich gut. Danke. Wir wollten eine Halbserie positiv abschließen, das ist uns nicht gelungen, deshalb ist man natürlich sehr unzufrieden. Wir haben nicht ins Spiel gefunden, wir haben nicht die Dinge umsetzen können, die man eigentlich unterhalb der Woche gut trainiert hat, gut gezeigt hat, aber es ist in keiner Weise zum Tragen gekommen. Man hatte sicherlich noch Möglichkeiten, aber das ist dann eben auch das Ergebnis. Wenn man nicht gut spielt, dann macht man da auch nicht die Tore. Deshalb kann man auch